Tja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon 2 Online. Heute gibt es einen weiteren Waffentest und das Ganze mit einer Waffe, die wahrscheinlich in Richtung Sniper geht. Auch wenn ich da ein bisschen Angst vor habe, aber ich hoffe, Sie können mir diese Angst nehmen. Deswegen seien Sie heute mit dabei und schauen Sie zu, wie ich mich heute wieder mit einer Sniper blamieren werde, ja. Wobei ich auch hier den Perry Kleckstoppler mal nehmen könnte, oder? Das ist eine Idee. Das kann ich aber auch sein lassen. Und mir für spätere Zeitpunkte, für schlimmere Zeitpunkte aufheben, wenn ich schon so weit bin, dass ich sag mal, traumatisiert bin von den ganzen Elites und von den ganzen anderen Snipern, dass ich mich dann darauf zurückstürzen kann und sagen kann, pff, heute mal ein beruhigter Waffentest mit dem Perry Kleckstoppler, den habe ich noch gar nicht getestet, aber der ist heute nicht dran, sondern ich denke mal, ne, Sniper. Wie viele Waffen fehlen mir denn eigentlich noch, bis wir dann soweit fertig sind? Also es gibt auf jeden Fall hier auf dieser Seite zwei Stück, die wir bisher noch nicht getestet haben. Also mindestens. Es gibt bestimmt Waffen, die ich schon mal gespielt habe, aber noch nicht getestet habe. Und welche Waffe das wohl ist, das werde ich wohl rausfinden müssen, Fräuleins. Jetzt aber erstmal Elitzer 4K. Ich denke, den werden wir heute testen. Zack. Nur mal kurz abzählen, wie viele Waffen wir denn noch nicht getestet haben. 1, 2, 3, 4. Okay, so viele sind das gar nicht mehr. Interessant, ich dachte, da wären noch mehr Sniperwaffen, aber es sind zwei Sniperwaffen und ein Kleckstoppler. Und den werden wir uns fürs Ende aufheben, denn alles Gute kommt von oben oder alles Gute zum Geburtstag oder das Beste kommt zum Schluss. In dem Sinne, Brutz, bevor wir die testen, natürlich erstmal zu Arti gehen und ihn fragen, was diese Waffe überhaupt drauf hat, ja? Also hauen Sie please raus, Mann. Wobei ich euch schon so sagen kann, was sie drauf hat. Hohe Reichweite. Also die höchste, ich glaube, die Elite ist sogar die Sniper mit der höchsten Reichweite von allen. Und das kann man hier auch schon ganz klar sehen, ja? Bloß die Ziel-Elite, die ist nochmal einen Tacken besser, wie man sehen kann. Also die Ziel-Elite ist die Sniper-Waffe oder generell die Waffe mit der höchsten Reichweite im ganzen Spiel. Es gibt keine Waffe, die an dieser Waffe rankommt. Ja, wobei wir die haben wir auch noch nicht getestet, oder? Ich würde sagen, nein. Komisch. Jedenfalls ist die Ziel-Elite die Waffe mit der höchsten Reichweite im gesamten Spiel. Die Elite nähert sich an, hat aber ein sehr geringes Aufladetempo und auch eine sehr geringe Beweglichkeit. Und das ist halt ziemlich bitter. Aber dafür reicht die Waffe halt so weit, dass man alles pulverisieren kann, was sich an den Weg stellt. Arti, hau mal kurz raus, was kann die Waffe? Dank seiner Polymerkonstruktion verfügt der Elite 4K über eine bemerkenswerte Reichweite, selbst für einen Konzentrator. Oh. Diese Version ist etwas kompakter als das vorherige Modell, was seine noch immer sehr beeindruckende Reichweite nur wenig reduziert. Tinteminen halten dir den Rücken frei. Und wenn du mit dem Tintenschauer spielst, dann spürst du den Gegner aus ihren Verstecken hinaus. Danke, Arti. Das klang sehr assi, aber das klang nach dir. Du Sau. Ja gut, Elite 4K. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Waffe noch nicht getestet haben, aber gut. Dann ist das halt eben jetzt so. Ja? Guck mal ganz kurz nochmal auf Sekundär- und Spezialwaffe und mir gefällt das, was ich sehe, ganz gut. Als Sekundärwaffe die Tintenmine. Die ist, ja, kann man nutzen, muss man aber nicht. Und Spezialwaffe ist der übertriebenste Knaller, der Tintenschauer. Eine Waffe, die ich sehr zu lieben gelernt habe. Der Tintenschauer, meine Damen und Herren. Ja, ja. So. Und mit der hohen Reichweite, mit dem geringen Aufladetempo, mit der geringen Beweglichkeit und mit Tintenmine und Tintenschauer schauen wir, dass wir die Waffe heute testen und bewerten. Also, hi. Also dann, bringen wir es hinter uns. Und hey, bringt mich hier weg. Bläh. Ja gut, wir haben hier auf Trocken am Start den Elite 4K, eine der krassesten Waffen, wenn es darum geht, die Reichweite zu überprüfen. Und in Sachen Reichweite macht der Waffe halt, wie gesagt, kaum einer was vor. Die Elite sind so das Maximum und das Nonplusultra, wenn es darum geht, eine hohe Reichweite zu haben. Man erreicht wirklich die am weitesten gelegenen Orte, easygoing HD,
und kann dann auch somit relativ schnell den Gegner zum zum Wanken und zum Killen bringen. Was soll ich Ihnen sagen? So, die Frage, wie das mit der Reichweite aussieht, ne? Mit der Reichweite. Die Reichweite ist nicht das Problem. Der Tintentank, auf den wollte ich zu sprechen kommen, denn ich habe irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass der Tintentank. Hui. Hm. Wir können ihn ja mal voll werden lassen und mal gucken, wie viele Shots wir denn geladen damit machen können. So. Erster voller Schuss. Zweiter voller Schuss. Dritter. Vierter. Vier ganze Schüsse könnt ihr damit setzen. Und das ist gar nicht mal so viel. Vier geladene Schüsse. Das geht besser. Das geht besser. Und ich habe auch direkt dann einen Konkurrenten, gegen den ich wahrscheinlich nicht mal den Hauch einer Chance haben werde. Gehe ich jedenfalls von aus. Kann ich ihn damit aufladen, wenn ich rumlaufe? Ja, ich kann mit dem auch in der Tinte rum. Ich kann mit dem auch in der Tinte rum schwimmen, während ich die Waffe aufgeladen habe. Das ist ziemlich cool, weil so kann man nämlich. Seine Schüsse viel besser planen und das ist generell auch das beste Element momentan an den Snipern. Und zwar dann einfach dieses, hey, ich lade die Waffe auf, beweg mich ein Stück und zieh drauf. So, das ist geil. Das ist, das zeugt von Mobilität. Das macht die Waffe viel mobilitärer, als sie es eigentlich sein sollte. Ist schon eine geile Sache. Denn die Waffe hat eigentlich nicht so die krasseste Mobilität. Denn die Beweglichkeit ist, wie gesagt, sehr, sehr gering. Man ist mit der Waffe sehr unbeweglich. Trotzdem kann man aufgrund des des Aufladens und des Speicherns der Aufladung. Viel mobilitärer arbeiten, wie gesagt. Ihr könnt den Schuss aufgeladen lassen, könnt euch für etwa eine Sekunde in der Tinte bewegen und der Schuss bleibt immer noch aufgeladen. Ihr ladet den Schuss auf, bewegt euch herum für eine Sekunde und könnt quasi immer noch dann, wenn ihr es gerade innerhalb dieser Zeitvorgabe schafft, ja gut, DC gehabt, ne, TNF, kannst du dich bitte aus dem Raum, du weißt Bescheid, ne? Ach, hast ja schon, okay, das ist ja gut. Na gut, jedenfalls, was ich damit sagen will, ihr seid viel, viel flexibler unterwegs, wenn ihr die Waffe aufladen könnt. Und dann, wenn ihr den Schuss setzen wollt, den auch setzen könnt. Ohne, dass ihr jetzt auf der Stelle stehen bleiben müsst. Ihr könnt euch kurz wegbewegen und kurz eure Position korrigieren. Und dann könnt ihr schießen. Und das ist ziemlich cool. Klar, man ist aufgrund dieser Tatsache etwas mobilitärer als sonst. Ist mobilitär überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Ihr Blutsauger. Ich weiß es nicht, aber ist mir auch egal. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Trotzdem, wenn man sich mal so die Werte anguckt, da glänzt eigentlich nur die Reichweite. Klar, so in Sachen Schusskraft, da muss man nicht drüber reden, da ist jede Sniper auf dem vollsten Stand, wenn sie komplett aufgeladen ist. Da muss man nicht drüber diskutieren. Ist die Sniper voll aufgeladen und man trifft einen Gegner, ist der One-Shot tot. Das ist nicht das Problem. Und darüber muss man noch nicht diskutieren, das ist bei der Sniper nämlich gang und gäbe, würde ich jetzt jedenfalls so schätzen. Aber die Reichweite ist krass, aber dafür muss man natürlich immer daran denken, das Aufladetempo ist dafür sehr, sehr gering. Ich kann immer durchziehen, wie lange wir dafür brauchen, um überhaupt mal die Waffe voll zu kriegen. 0, 1, etwas mehr als eine Sekunde, das ist richtig krass. Etwas mehr als eine Sekunde braucht ihr. Um die Waffe voll aufzuladen. Das ist schon zeitlich ein Ding. Aber ordentlich. Wenn man dann daran denkt, dass man nur vier Schüsse setzen kann, die voll aufgeladen sind. Klar, man kann natürlich immer noch hier und da diese Einzelshots setzen.
Das ist nicht das Problem. Nichtsdestotrotz. Braucht man meiner Meinung nach ein bisschen zu lang, um die Waffe aufzuladen. Und sie hält viel zu wenig für den Tintentank aus. Also das ist auch so ein Problem. Das ist auch so ein Problem. Will er mich jetzt wieder... Bist du irgendwie eine Missgeburt oder so? Hat er das jetzt gemacht, damit er mich demütigen kann? Okay. 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 Ja, ist halt ein Mist, ne? Ist halt nichts zu machen. Also 4 Schüsse. Geringes Aufladetempo. Ziemlich geringe Beweglichkeit. Da gibt's echt Geileres. Wobei man natürlich sagen muss, die Beweglichkeit, die braucht man sowieso nicht so heftig. Weil man sowieso immer auf der Stelle stehen bleibt. Wir kennen dieses Prozedere. Die meisten Beweglichkeiten der Sniper sind allenfalls in Ordnung. Und ja, kannst halt nichts machen. Ja, es ist irgendwie so ein DE-Spasti, der aus Deutschland kommt und mich kennt und denkt, der könnte mich jetzt so irgendwie, ja, keine Ahnung. Missgeburt, ganz einfach. Benutze ich doch mal hier die Reichweite und nenne ihn einfach mal eine Missgeburt, dann weiß er nicht Bescheid, die Missgeburt, ne? Ist halt einfach so. Naja, jedenfalls, die Werte, also bis auf Reichweite. Versagt die Waffe größtenteils. Klar, ne? Man hat das, man hat die Durchschlagskraft, man hat die Reichweite, dafür ist aber das Aufladetempo gering, die Beweglichkeit ist gering, der Tintentank, Alter, 4 Schüsse und dann ist die Waffe leer, also 4 aufgeladen, 4 voll aufgeladene Schüsse und die Waffe ist leer, euer Ernst. Deswegen kommen wir jetzt auch mal hier direkt auf die wunderschönen Waffen zu sprechen. Nicht nur auf die Hauptwaffe, weil über die haben wir jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen geredet und haben uns das Bild gemacht, okay, von den Werten her ist die mehr schlecht als recht. Wenn man aber natürlich weiß, okay, die hat halt die höchste Reichweite von allen Waffen, dann muss man da kompensieren. Also geht das schon irgendwie wieder klar. Von daher gesehen, kommen wir kurz mal auf die Sekundär- und Spezialwaffe und die, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir. Die, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir ganz gut. Wir haben einmal den, ja, die Tintenmine. Gut, die ist jetzt nicht so das Geilste auf der ganzen Welt. Das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen, meine lieben Fräuleins. Das ist jetzt nicht so das Geilste auf der ganzen Welt. Weil ich, bin der Meinung, ich brauche keine Waffe, die... Ich brauche keine Waffe, die mir die Position der Gegner anzeigt und die ihn ein wenig damaged. Brauche ich nicht. Dennoch platziere ich sie hier und da mal, weil ich mir schon der... Ich bin schon der Auffassung, okay, vielleicht ist der Schaden vielleicht doch nicht so schlecht wie ich denke. Keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, ob das überhaupt Schaden zieht oder halt eben nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Deswegen nutze ich sie halt nie. Klar, da steht halt nur sowas wie, ja... was war das jetzt nochmal? Zeigt die Position des Gegners an, ne? Nur mit dem Schaden bin ich mir immer noch nicht so ganz einig. Aber man kann durch die hohe Range, das muss ich mal ganz kurz sagen, durch die hohe Range kann man relativ schnell seine Spezialwaffe aktivieren. Ja, wenn man sich das mal anguckt. So, mit dieser Linie hier, zack, zack, sind schon direkt die ein oder anderen Punkte gemacht. Und da ist die Spezialwaffe übertrieben schnell voll. Das ist ziemlich gut. Ja, also Tintmine, die Waffe ist okay, nutze ich aber so gut wie nie, weil ich sie halt nicht brauche.
finde da keinen kein Nutzen dran. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lasse ich sie lieber unberührt. Ich kümmere mich darum, dass ich halt meinen Tintentank so ausgebe, dass ich ja ganz lockerflockig die Waffe auflade. Ein bisschen rumschieße, meine Spezialwaffe auflade und ein bisschen färbe. Na, das ist jetzt vielleicht nicht der Zweck und Sinn einer Sniper, dass man färbt, weil wir haben wieder über 1000 Punkte gemacht. Und, läuft bei mir, was soll ich Ihnen sagen? Und wir haben sicherlich mit der Sniper mehr Punkte als alle anderen gemacht, was man auch wieder hier am Ergebnis sehen kann, weil die gar nichts machen. Na, aber okay. Ja, sage ich doch, ne? Können nichts. Die können nichts, aber man sieht aber auch durch die hohe Range der Waffe, der Zieleditor kann man nämlich auch relativ schnell seine Spezialwaffe aufladen und Worte zur Spezialwaffe und generelle Worte, das Fazit, das gibt's gleich, jetzt hier im letzten Kampf. So, also abschließende Worte zu der wunderschönen Waffe, gefällt mir und wie man natürlich auch weiß, Spezialwaffe, Tintenschauer, geile Sau, man braucht 170 Punkte, um die Waffe, ich sag mal, zu, aktivieren. Das ist gar nicht mal so viel, weil ihr wisst, ein paar Schwalle in diese Richtung, ein paar Schwalle in diese Richtung und schon, zack, ist die Waffe so halb gefüllt. Und da ich ja noch Spezialladezeit Plus habe, ihr kennt das, braucht man noch weniger Punkte. Also ich würde nicht auf 170 gehen, sondern eher auf so 150, 160. Oder 140, geil. Also, was soll ich Ihnen da noch sagen? Jö. Nein. Nein! Hey, den habe ich eigentlich gehittet. Was soll das? Hä? Hey, was bist du denn, eine Sau? Sehr schön. So muss das sein. So muss man natürlich in den Kampf gehen. Krass. Ja, aber nee, Tintenschauer, was soll ich euch sagen? Geile Spezialwaffe, ne? Färbt gut ein. Kann sogar killen, wenn der Gegner so dumm ist und sich davon treffen lässt. Wenn, ja, fuck, ich bin runtergefallen. Nein. Nicht so geil. Oh Gott, ja, kommt drei Leute an, geil. Kannst du leider nichts machen. Aber gut. Ja, nee, Tintenschauer. Fegt über das Land hinweg. Zerberstet alles. Wo ist denn der Typ jetzt? Hallo. Ja, nee, aber der Tintenschauer haut schon ordentlich auf die Kacke. Da muss man ganz klar zu sagen, ja. Da sehen Sie übrigens. Ach, lassen wir es besser bleiben. Von wo kommt das? Ne, hast halt, also im Nahkampf hast du mit der Waffe halt keine Chance und im Fernkampf, ich kann halt mit der Waffe nicht treffen. Also dafür ist die Aufladezeit zu gering und so. Kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Da gefällt mir eine Relax-Konzentratwaffe viel besser. Als so ein Rotz, dessen, naja, Aufladetempo so gering ist, dass du 10 Jahre warten kannst, bis sie voll ist. Was halt viel zu lange für einen Kampf ist. Das macht einfach keinen Sinn. Ne, und hast du keine Chance, hast du keine Chance. Tintenschauer ist geil, Tintenminus okay, Werte gefallen mir jetzt nicht so krass. Die Waffe ist okay. Werde ich aber wahrscheinlich nie mehr benutzen, außer ich muss es im 100. Part. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, ciao. Wie ist eure Meinung? Schreibt's auch unbedingt mal in die Kommentare. Würde mich ziemlich, ziemlich krass jucken. Ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr hier neu seid, gebt ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Waffentest oder mal gucken. Vielleicht machen wir Rangkampf. Momentan, ich
Rangkampf können wir probieren. Ich glaube, die Tümmlerkuppel ist auf Trocken am Start. Ich habe die euch auch noch nicht gezeigt, deswegen wird es Zeit, euch die zu zeigen. Im nächsten Part und bye.